Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Eva und zeige dir kreative Inspirationen. Heute geht es zum zweiten Teil der Weihnachtsbäume, da die beim letzten Video keinen Platz mehr hatten. Und ich habe beim einen mit Verpackungsmaterial gearbeitet, mit denen hier. Und die ich genommen habe, sind aus Soja, also die lösen sich auf im Wasser. Und mich nahm es Wunder, ob ich die verarbeiten kann oder ob die sich auflösen beim Verarbeiten. Taten sie nicht. Aber ich konnte, durch dass es Soja ist, konnte ich die super nach unten drücken und so entstand dieses witzige Muster. Ich weiß nicht, ob es mit den herkömmlichen geht, dann musst du es einfach ein bisschen kürzer schneiden und dann sollte das kein Problem sein. Dann würde ich sagen, wir starten. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und wir sehen uns am Schluss nochmals. Thank you.
Das waren nun meine spontanen Inspirationen. Ich finde, es ist eine hübsche Möglichkeit, benötigt nicht viel Aufwand. Man kann es irgendwo hinstellen oder aufhängen. Man kann es auch verschenken, das finde ich auch schön. Und es gab noch eine Frage bezüglich den Weihnachtskugeln oder generell von Pulp, ob man die nach draußen stellen kann. Ja, nein. Also ich habe ein Versuchsobjekt draußen. Das ist auch so eine Art Kugel. Die habe ich mit Bootslack lackiert. Und die steht jetzt seit einigen Wochen draußen bei jedem Wetter. Und die hat sich noch nicht aufgelöst. Vasen würde ich nicht nach draußen stellen. Da oben bei der Naht, da könnte Feuchtigkeit reinkommen, auch wenn du das gut lackierst. Versuch's, ich übernehme keine Garantie dafür. Ideal ist es natürlich, wenn du es auf eine Terrasse stellen kannst oder ein bisschen überdacht ist, dann sollte es kein Problem sein, weil ich habe von einer Kundin, die hat ihre Vase draußen stehen lassen, im Sommer, im Regen, und es hat sich unten aufgelöst. Und die bin ich jetzt gerade am Reparieren. Also, aber die habe ich jetzt auch nicht so wirklich extrem lackiert. Aber trotzdem, versuch's. Du siehst, ich sitze vor einem absoluten Chaos bei mir. Ich habe 100 Ideen. Die werden nicht alle Platz haben, noch vor Weihnachten. Ich verzettle mich mal wieder ein bisschen. Ich habe dort den ganzen Tisch voll, ich habe hier den ganzen Tisch voll. Ich werde mir überlegen, was ich dir nächsten Sonntag zeigen werde. Aber es kommt noch was vor mit Pulp. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Ich danke dir ganz herzlich für dein Abo, für den Like, für deine Kommentare. Genau. Nee, ich habe alles. Ich habe alles gesagt. Wenn du noch Fragen hast, schreib es unten in die Kommentare rein. Ich beantworte diese sehr gern. Und dann kommen wir zum Schluss. Ich wünsche dir alles Gute. Umarm deine Liebsten. Bleib kreativ. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.